Egui beobachten müssen. Das ist natürlich die Basis, dass sie ihr Grundlinienspiel stabilisiert, um gegen Amanda Coetzer erfolgreich zu sein. Bei ihren Erfolgen gegen das aufstrebende russische Talent, die 15-jährige Anna Kurnikova. Dann spielte sie gegen Jana Kanda aus Karlsruhe. Da hatte sie arge Probleme. Und gleich der zweite. Ja. Der Trainer von Amanda Coetzer. Satzball. Amanda Coetzer gewinnt den ersten Satz mit 6:2 und das nach 26. Sicherlich. Gut gedacht von Jesus.
ganz glatt. Und bei Steffi Graf waren wieder mehr vermeidbare Fehler zu erkennen. Erlebt man nicht häufig. Heute, der WTA bittet zu einer Behandlung. Tschüss. Dritte Überkopfball von Steffi Graf und diesmal problemlos. Da hat sie auch den Ball aufspringen lassen. Der Ball ist gut. Mit Peter Bellinger. Der Ball ist genau im Eck und Amanda. Gut. Der Ball ist im Aus und Amanda Coetzer im Viertelfinale. Steffi Graf hat verloren nach einer Stunde und 28 Minuten mit 2:6 und 5:7. Gratulation an die Südafrikanerin, die so gespielt hat, wie man das von